stürmen das Haus. Yeah. Willkommen. Willkommen. Was geht, was geht? Puh, ich war ziemlich baff. So, guckt ihr denn so? Hallo. Hi. Was geht? Ich bin Emma, hallo. Okay, die Jungs haben uns richtig nett empfangen, mit offenen Armen, verschwitzten Oberkörpern. Hey, was geht? Terrence, hey, ich bin verschwitzt. Ne? Alles gut, Luna. Ich habe nur richtig viele Kaliber gesehen. Richtig viele. Hola, du bist ganz schön groß, mein Lieber. Heißen. Hi. Das riecht nach Trouble. Spannend. Ja, wir haben festgestellt, die Bachelorette ist sexuell sehr offen und wir haben auf einmal 5 Mitbewerberinnen bei uns im Game. Ja, was soll ich sagen? Ich war schockiert. Ich bin schockiert. Wie man 12 Männer verwirren kann? So, ganz genau. Ja, wollt ihr uns mal so eine Roomtour geben? Zeig mal. Let's go, let's go. Küche. Hier kochen wir für euch, wenn ihr das möchtet. Oh ja, bitte, bitte. Oder ihr kocht für uns. Was sagst du? Oder ihr kocht für uns. Ich glaube, du bestehst ja in der Küche. Ich habe schon 2 Teile gekocht. Oh, toll. Und dann kannst du dich ganz hier rumchillen, oder was? Ja. A, ist mir erstmal sehr, sehr wichtig, den Männern zu zeigen, wo es lang geht, was das Thema Feminismus angeht, Gleichberechtigung. Ja, Girls, lass mal unser Zimmer abchecken, oder? Yes. Frauen sind definitiv eine andere Konkurrenz. Klar, weiblich, die verstehen sich vielleicht erstmal so einen Ticken besser. Ach du Scheiße. Das ist Konkurrenz, ne? Sag euch eins, ich sag dir eins. Also, das ist gute Konkurrenz. Dass hier richtig Trouble geht. Das Problem könnte sein, dass die Männer jetzt untergehen in der ganzen Geschichte. Ja gut, was machen wir jetzt? Aber nicht mit mir. Ja, also ich finde die Villa mega geil. Also auch gerade unser Zimmer. Oh mein Gott, wie geil! Oh mein Leute, war das bei uns auch so? Jetzt geht's los. Ich glaube, die Männer müssen es noch verarbeiten. Ja. Ich find's total geil. Also nicht persönlich nehmen, aber seid ihr eher lesbisch oder bi? Bi. Wir sind sowas von gay. Bi? Pansexuell. Querbeet oder so. Ja, alles durchgemischt. Bei wem? Bei dir? Ich bin lesbisch. Ich kann die Frage vollkommen nachvollziehen. Ich meine, die müssen ja auch selbst gucken, wo sie stehen. Wie ist es generell chancentechnisch? Nicht, dass wir euch verführen und so. Boah, hör mal weiter. Oder andersrum. Oder andersrum. Das wird auf jeden Fall das Zusammenleben jetzt ein bisschen beeinträchtigen. Also nicht beeinträchtigen. Nein, nicht. Nein, Moment. Wie bitte? Man hat schon länger keine Frau mehr gesehen. Man guckt. Man will vielleicht einen dummen Spruch reißen. Verändern, wollte ich sagen, genau. Ja, verändern, es ist dasselbe eigentlich. Genau. Es ist eigentlich dasselbe. Ja. Und man muss erstmal realisieren, wo bin ich hier nochmal? Runterkommen. Wir werden auch viel miteinander lachen. Und dann das Ziel wieder im Fokus. Dennis schon angeeckt. Der versteht den Humor nicht. Nö. Musst du aufpassen. Das ist die erste Frage. Seid ihr jetzt bi oder? Die wollten direkt abchecken. Ich habe extra bi gesagt. Mal gucken. Aber only for the woman. Not today, here. Not tomorrow. No, never. Wir haben gesagt, es gibt keinen Stress. Jetzt wird es Stress geben. Jetzt Scheiße, Mann, mit den Frauen hier. Oh, die sind, glaube ich, sehr laut. Da ist Ferry jetzt der Star. Ich habe jetzt in den 3 Minuten mit den Girls gemerkt, dass da ist ein harter Match da. Von wo bist du? Hamburg. Also ein harter, harter Match. Ich auch! Ich muss nicht mal reden. Das war einfach so, damn. We vibin'. Doggy, doggy, rough, rough. Bist du eigentlich Rapper oder warum gehst du? Ich bin tatsächlich Rapper. Echt? Sorry, ja. Geil. Deswegen, ich bin cool. Der Clown. So, ja. Was machst du? Ich bin auch der Clown der Gruppe. Ja? Geil! Der Ferry ist so eine Süßmaus. Der ist mir so schnell ans Herz gewachsen. Was? Ja, vielleicht liegt es auch in meinem Alter. Ich kam mir wirklich vor in so einem Partyformat. Auf ein Abenteuer! Auf eine geile Zeit! Ich komm nicht klar, das ist mir zu viel, ey. Lass uns mal da hinsetzen. Nein, oder? Krass! Digga, Alter, hey. Das ist voll für mich. Ich war echt voll der Schock. Ich find's schon ein bisschen komisch jetzt, weil alles gar nicht so der Plan ist, wie er vorher war. Leute, Cheers! Ja, haben wir doch grad schon. Ja, jetzt sind halt auch viele Emotionen dabei und so. Alles viel gerade, aber ich denke, ich komme damit schon klar. Auf die erste B-Bachelorette! Wir freuen uns! Spannung!